Moin Leute, heute wollte ich euch mal erzählen, wie das mit meiner Abholung war, als ich meinen Tesla Model 3 Performance abgeholt habe. Denn da gibt es ja viele verschiedene Meinungen, die so im Netz kursieren. Die einen, die haben gute Erfahrungen gemacht, die anderen haben eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich möchte einfach mal so erzählen, wie mir das gegangen ist, wie das Ganze bei mir abgelaufen ist. Und wenn ihr das wissen wollt, dann könnt ihr jetzt dabei bleiben. Also, ich habe mein Fahrzeug ja schon ein bisschen länger. Ich habe das Anfang 22 bestellt. Damals hatte ich aber noch keinen YouTube-Kanal, deswegen hole ich das Video jetzt mal nach, um vielleicht auch mal eine etwas positivere Seite von Tesla darzustellen. Denn bei mir lief das alles nämlich eigentlich ziemlich gut ab. Ja, ich habe mein Auto bestellt in der zweiten Januarwoche, meine ich. Das war sogar noch vor dem Ukraine-Krieg. So habe ich dann natürlich noch den günstigeren Preis bezahlt. Und letztendlich waren dort noch die Lieferprobleme noch nicht so da, wie es sich dann im Laufe des Jahres entwickelt hat, so dass ich mein Auto tatsächlich knapp 3 Monate nach meiner Bestellung abgeholt habe. Und das Auto ist laut Finn irgendwie auch im Januar produziert worden. Und es ist, meine ich, das letzte Schiff gewesen, bevor der Lockdown in China war. Also da habe ich noch riesen Glück gehabt. Dann kriegt man irgendwann, wird man dann ja eingeloggt in der Tesla Homepage und dann gibt es so eine ungefähre, so über den Daumen, so wann das Fahrzeug ausgeliefert wird. Das ist so ein über den Daumen Wert. Dieser Wert, der ist nicht 100%, sondern das ist so über den Daumen, sage ich mal. Der wird auch nicht ständig aktualisiert. Das ging dann aber alles doch viel schneller, als ich dachte. Und das hat sich auch gar nicht irgendwie aktualisiert, sondern das lief einfach da irgendwie da oben so drin. Und letztendlich war es dann so, dass ich mein Auto im März schon abgeholt habe. Das ging dann auf einmal auch ganz schnell. Also man hört erst gar nichts von Tesla. Auch nicht, wo das Auto ist. Man kriegt auch keine FIN-Zuteilung oder so. Zumindest war es so bei mir. Und auf einmal kriege ich einen Anruf aus Berlin von der Tesla-Zentrale irgendwie. Die meinten dann, mein Auto wäre da. Ich denke, ups. Ich hatte da eigentlich erst so mit 1,5 Monaten gerechnet. Und ja, hier, FIN-Zuteilung kriegen Sie jetzt. Und dann ging das auf einmal los. Und dann bin ich auf die Homepage gegangen und die war noch gar nicht aktualisiert. Also der hat immer noch irgendwie Mai, Juni angezeigt. Das dauerte dann noch 2 Tage, bis das dann da auch aktualisiert war. Und dann ging alles sehr schnell. Dann sollte ich mein Auto dann auch schnell zulassen. Dann habe ich Post bekommen, 2, 3 Tage später. Dann habe ich mein Auto zugelassen und dann riefen die von Tesla an, ob ich mein Auto dann irgendwie nächste Woche dann schon abholen könnte. Das hieß dann erst Freitag. Dann kam dann per Mail nochmal nach, ob ich es nicht Donnerstag schon abholen will. Und dann wurde mich nochmal angerufen, ob ich den nicht Montag schon abholen kann. So, und dann ging das plötzlich dann Schlag auf Schlag. Also war ganz schnell wichtig, dass ich das Auto zulasse, dass ich meine Kennzeichen kriege. Und dann habe ich das Auto dann tatsächlich dann ein paar Tage später, also an dem besagten Montag, dann direkt abgeholt. Also das, was auf der Homepage steht, das ist nicht unbedingt aktuell, was da ist. Ich glaube, dass die im Service Center auch nicht genau wissen, wann die Autos kommen. Die sind plötzlich da. Die sind plötzlich, glaube ich, einfach da auf dem Autotransporter und dann müssen sie schnell rauskriegen. Und die sind, glaube ich, froh um jedes Auto, was ein bisschen früher rausgeht, wenn sie es da haben, weil das geht da irgendwie toc a toc. Wie war jetzt meine Auslieferung dort? Ich habe das Auto in Hamburg abgeholt, am Service Center. Und dort war das so, man kriegt dann einen Termin, kommt dann dahin, gibt dann seine ganzen Papiere und Kennzeichen ab. Dann habe ich unten noch, weiß nicht, 8, 10 Minuten gewartet. Und dann kamen schon 2 Mitarbeiter gleich auf mich zu, die sehr nett waren und sehr zuvorkommend, muss ich sagen. Und die haben mich dann nach oben gebracht, wo dann die ganzen Autos stehen. Und dort durfte ich dann meinen Model 3 Performance entgegennehmen. Und das war wirklich eine schöne Situation, natürlich seinen Neuwagen entgegenzunehmen. Und ich durfte dann auch dort Fotos machen. Ich durfte dort theoretisch auch ein kleines Video machen. Also die waren da sehr nett und sehr offen, sehr zuvorkommend. Ich habe mir dann das Auto ein bisschen angeguckt. Ich bin jetzt nicht unter das Auto gekrabbelt oder jedes Detail geguckt. Ich bin auch nicht mit dem Spaltmaßmesser hier lang gegangen und habe geguckt, ob alles stimmt. Sondern ich habe einfach mal jede Tür einfach mal aufgemacht, einfach mal geguckt, wie ist so der Gesamteindruck von dem Auto. Und habe festgestellt, das Auto ist sauber. Ja. Das Auto ist ja, mängelfrei, so wie ich das sehen konnte. Ich habe überall mal aufgemacht, habe mich reingesetzt, habe alles mal so ausprobiert, was so auszuprobieren waren so. Und habe dann festgestellt, ja, was soll ich hier noch lange gucken? Das Auto ist gut, das nehme ich jetzt mit. Ja, und jetzt hat das Auto 22.000 Kilometer runter. Und das Auto ist immer noch in einem absolut Top-Zustand.
Zugegeben, ich muss es mal wieder waschen, aber bei dem norddeutschen Schiedwetter, was wir hier haben, kann ich den waschen und er sieht morgen wieder genauso aus. Also von daher spare ich mir das mal. Aber und ich hatte dann noch so die Frage, ja, wie verbinde ich denn meine Tesla-App mit dem Auto? Und da sagte der eine Mitarbeiter, ach, geben Sie mal her, ich mache Ihnen das eben fertig. Und hat er mir sofort eingestellt, dass ich mich dann mit meinem Smartphone quasi mein Schlüssel ist fürs Auto. Ne? Und ich muss sagen, sehr freundlich, sehr nett, sehr zuvorkommend und ich hatte alle Zeit der Welt. Ich habe da auch Foto noch gemacht von meinem Auto. Man hört ja von manchen, dass man da gar nicht fotografieren dürfte und filmen darf und ich habe das einfach gemacht und da haben die auch nichts gesagt, die beiden Mitarbeiter, die noch daneben standen. Also das war eigentlich eine sehr schöne Übernahme und jetzt hat das Auto ja knapp 22.000 Kilometer runter nach einem halben Jahr und bis jetzt keine Mängel. Ich habe bis jetzt nichts gefunden, was irgendwie klappert, was irgendwie quietscht, was irgendwie nicht in Ordnung wäre. Alle Lampen gehen, alles funktioniert so, wie das, ja, wie sich das gehört. Ne? Also ich muss echt sagen, ich bin top zufrieden zu dem Auto. Ich musste noch keinen Termin buchen. Ich musste nichts reparieren lassen. Ist natürlich auch eine interessante Erfahrung. Das ist mein erstes Elektroauto. Normalerweise nach spätestens 15.000 Kilometern sagt man, ja, man muss mal so einen Service machen mit Ölwechsel, Filterwechsel und dem Ganzen, wie man das so kennt. Jo. Der fährt immer noch. Ich bin mal gespannt, wann hier die ersten Reparaturen ankommen. Das Einzige, was ich gekauft habe, das waren jetzt Winterreifen auf Felge. Aber das ist ja das Normale, das muss man überall machen. Ne? Also bis jetzt bin ich mit dem Auto sehr zufrieden. Und ich muss sagen, ich würde wieder einen Tesla kaufen. Ja, danke schön fürs Zuschauen und dann wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.